Was wollten Sie den Zuhörern hier heute mitteilen oder was wollten Sie ihnen sagen? Auf den Punkt gebracht würde ich einen Hashtag quasi setzen und würde sagen, KI ist nichts ohne UX. Wir als Otto versuchen gerade mit unserer Geschäftsmodelltransformation den Kunden noch viel intensiver wieder in den Vordergrund und in den Mittelpunkt natürlich auch zu stellen, unsere Aktivitäten. Denn der Kunde ist heute überfordert mit allen Möglichkeiten, die es gibt. Also es gibt immer mehr Produkte, immer mehr Anbieter im Internet, immer mehr Informationen, die ich benötige und hinterher dann auch Unsicherheiten, wer bietet welchen Service, wo bekomme ich was, kann ich das problemfrei zurücksenden. Und hier wollen wir für unsere Kunden gemeinsam mit unseren Partnern, die wir gerade auf der anderen Seite dann auch aufbauen, ein einheitliches, überragendes Nutzererlebnis bilden. Und da hilft uns ganz stark Technologie, um die großen Mengen hinterher auch ja, begrenzen und aufbereiten zu können. Wie nutzt Otto denn KI? Wir nutzen KI schon, seit wir eigentlich stückweise gelernt haben, dass der digitale Kanal auch für den Kunden anders funktioniert. Ein Beispiel sind Aggregated Reviews, nennen wir das. Das heißt, aus den vielen Produktrezensionen filtern wir einmal in der Nacht durch unseren Algorithmus heraus, was sind denn die wichtigen Aspekte, nach denen Kunden Produktrezensionen am Artikel hinterher auch durchsuchen. Also ein Beispiel, meine Frau guckt ganz gerne immer erstmal, wenn die Größenangabe S ist, passt mir S oder sollte ich es ein bisschen größer oder doch kleiner bestellen, weil auch da ja die unterschiedlichen Hersteller eine leichte Varianz haben. Und das findet sie meistens als Information in den Produktrezensionen. Und die machen wir als Otto schneller sichtbar. Warum setzen Sie denn auf KI, beziehungsweise wie kann KI Ihnen helfen? Tatsächlich hilft uns KI, das Nutzer- und das Partnererlebnis in unserem Geschäftsmodell zu verbessern. Also ich sagte es gerade eingangs ja schon, KI ist nichts ohne UX. Wenn das Nutzererlebnis nicht stimmt, kann uns die Technologie auch nicht helfen. Und wir versuchen wirklich herauszufinden, was sind denn die Herausforderungen, die ein Kunde heute hat im Umgang auch mit den digitalen Medien und wie können wir ihm oder ihr, also der Kunden oder dem Kunden hinterher ein besseres Erlebnis im digitalen Umfeld, im E-Commerce-Shopping bieten. Wo sehen Sie da vielleicht aber auch Herausforderungen oder generell der KI? Technologisch lässt sich, glaube ich, heute vieles lösen. Und wir stellen unsere Teams so auf, dass wir die Technologieseite mit der Produktseite, also die Fachlichkeit auch mit den Technologen zusammenbringen und dann auch rausfinden, was benötigt der Kunde und daraufhin auch schauen, wie können wir die Technologie dafür aufsetzen. Das heißt, eigentlich ist es nicht eine technologische Herausforderung, sondern für uns als Unternehmen, wie stellen wir uns auf, um dieser Herausforderung gerecht zu werden. Denn technisch umsetzen lässt sich heute gefühlt fast alles, entwickeln auch. Wir müssen nur schauen, wie können wir als Unternehmen dahin kommen, da stückweise näher ranzukommen, bessere Erlebnisse zu schaffen. Und was wäre Ihr Rat an andere Firmen, die sich vielleicht mit KI jetzt auseinandersetzen wollen? Macht es an vielen Stellen selber. Und also fangt erstmal an, wäre der erste Rat, und macht eine Sache ganz früh, bezieht eure Kunden oder Partner mit ein, wenn ihr etwas entwickelt. Denn wenn wir Technologie entwickeln, egal wer, also deswegen spreche ich von wir Menschen, dann hilft die uns wirklich nur, wenn das Gegenüber diese Technologie oder den Anwendungsfall auch wirklich nutzen kann. Und je früher man, oder das machen wir bei Otto ja auch, den Kunden oder den Partner mit in diese Entwicklung mit einbezieht, desto besser das Ergebnis.